Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ja, man merkt, ich rede ein bisschen leiser gerade, weil ich immer noch dunkel ist. Aber ich habe es jetzt so gemacht, wie ich es gesagt hatte, die Nacht eben halt ein bisschen überspringen lassen. Weil das wird dann sonst zu langatmig und. Nee, bringt im Endeffekt nichts. Es ist nichts passiert, ich habe eben halt noch ein bisschen gerade an meinem System ein bisschen rumgefeilt, dass das alles auch wieder ordentlich ein bisschen ordentlicher läuft. Ich muss sagen, ja, es läuft ordentlicher. Wir haben einen Tag. Oh. Jetzt werden wir uns eben halt drum machen, dass wir das Haus so schnell wie möglich, wirklich diesmal so gut wie möglich fertig kriegen, aber vorher noch was vorweg. Man sieht unten bei der Schaufel, ist jetzt statt einer 10 eine 15. Ja, ich habe die alte Schaufel mal kaputt gemacht und mir eine neue gebastelt. Weil wir brauchen dringendst stabilere Werkzeuge. Und beim Ofen hat sich was geändert. Ich habe jetzt einen Cooking Grill. Also wir haben jetzt einen Cooking Grill, weil wir demnächst auch was zu essen brauchen. Und was zu trinken. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Nee, wir brauchen das. So, deswegen werden wir uns jetzt wieder schnell auf den Weg machen. Wir brauchen Lehm, wir brauchen Stein, wir brauchen alles. Holz und Blendfiber brauchen wir ebenso. Weil, wie schon gesagt, wir wollen versuchen, diesen Tag hier endlich mal dieses formale Beide Haus fertig zu kriegen. Eventuell war es sogar mal wieder ein bisschen zu groß. Obwohl ich es eigentlich genauso gebaut habe wie eben halt im Offline-Spiel, aber da hat es, glaube ich, nicht so lange gedauert. Bin exakt am 7. Tag fertig geworden. Von daher, ich muss auch sagen, ich habe im Singleplayer, also nicht während der Aufnahme, ein bisschen in Anführungsstrichen rumgeeidelt. So hatte ich zumindest jetzt schon die Stahlverarbeitung gehabt. Und könnte da eben halt auch oben diese Vault-Tür machen. Die es jetzt natürlich nicht gibt. Da wird aber alles noch wiederholt. Das ist 14 standen die gerade noch nicht. Wird aber demnächst nachgeholt. Dass wir das Ding eben halt haben. Weil es ist schon praktischer. Weitaus stabiler. Und Stabilität brauchen wir hier. Also jetzt hier von Wandstabilität bis hin zu Türen, weil die können extrem schnell das Zeug einreißen. Da ist mir demnächst auch das Gesicht eingeschlafen. Vor allem, wie schnell die das machen können. Das geht da gar nicht. Alter, zwei Hirsche hier. Geil. Von daher passt das alles schon. Und während wir eben halt jetzt auf Energie warten, ich weiß, ich rieche, werden wir jetzt noch das hier bauen. So, und du kommst mit in die Kiste. Angelockt haben wir hoffentlich keinen. Das wäre ja dann extremst kontraproduktiv. So, zu trinken haben wir jetzt auch wieder. Das ist wunderschön. Aber wie schon gesagt, also im Singleplayer hatte ich hier die komplette Reihe voll mit Wasser gehabt. Von daher, Wasser sollte dann im späteren Spielverlauf kein Problem sein. Genauso wie Essen. Weil wie man bei mir schon im Inventar sieht, habe ich Korn geholt, also hier Mais. Und da kann man eben halt leckeres Brot mitmachen, aber ich will jetzt eben halt kein Brot kochen. Ich will, oder backen, in dem Sinne. Ich will endlich mal mit dem Haus fertig werden. Oh, ne Mist. Was habe ich denn jetzt gerade rumgehackt hier? Du bist kaputt, du musst repariert werden. Währenddessen kann ich mich noch ein bisschen erholen. Zu trinken haben wir echt nicht mehr da. Axt. Klingt denn zwar hart, aber ich wünsche, ich hätte im Spiel ein Bier. Weil das gibt mir eben halt einen Boost, dass ich nicht so viel und nicht so schnell dann Energie verliere. So, Lehm haben wir 300. Jetzt brauchen wir noch Steine.
Gott sei Dank sind die Zombies jetzt sowas von Schweinelahm, das ist so praktisch. Weil in der Nacht kann man das echt nie aushalten. Die sind so enorm schnell, die Viecher. Ohne Witz. Ohne Witz. Aber geht. Man kann es überleben mit ein paar Kniffen. Kann ich eigentlich schon den... Iron Arrow? Arrowhead brauche ich was dafür? Ich höre es schon. Hä? Nun ja, ich höre doch nichts. So. Also wieder Materialbeschaffung hoch 10. Tut mir leid, dass es so öde gerade ist. Weil ich bekomme, dass das interessant ist, wie ich hier auf einen Stein sitze und Steine baue. Und Eisen. Obwohl Eisen geht. Eisen braucht man immer. Aber Stein? Naja, werden wir merken. Ich hoffe, ich habe dann hier so wieder den Bug wie im Singleplayer, dass ich hier so ein mit Steinstück, was sich hier fies langzieht, und da ist mir schon auf das Spiel abgestürzt, wo ich dann dagegen gelaufen bin. Von daher. Hoffe ich zumindest nicht, dass es wieder passiert. Ich höre Schritte. Die Paranoia schlägt wieder zu. Kabum. Aber das Praktische, wie schon gesagt, die sind am Tag Schweine langsam. Vorteil für uns. Oder steigt wirklich schon an Paranoia durch das Spiel. Ist unwitz. Könnt ihr mir irgendwie Bescheid geben, ob ihr auch Schritte hört oder nicht? Nein, das war keine Paranoia, das sind Hunde. Okay, Alter, dass die Drecksviecher. Okay, gestorben. Ja, komm, hör auf, du Vieh. Oh, das Bett liegt ein bisschen unpraktisch da. Rennen, wo der Weg trocken ist. Oh Gott. Ich euch nie. Drecksvieh. Meine Fresse. Oh, mein Frühstück ist fertig. Boah. Du gewusst, dass da irgendwas nicht stimmt. Scheiß die anderen. Alter, die Gewalt, Alter.
Holy moly. Obwohl ich muss sagen, haben wir relativ gut überstanden. Ah, na gut, immer gestorben. Ich gebe es ja zu. Also mich sollte man definitiv nicht Survival schicken, weil ich sterbe prinzipiell. Man hat es gesehen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Weil ich lasse mich damit nie unterbringen, unterkommen. Wie heißt das? Wir machen weiter. Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir setzen auf den Stein und bauen Stein ab. Hä? So, wenn die Wände soweit stehen, genauso wie das Dach, werden wir den Boden ausheben, den Boden schick machen und dann geht's ab in die Stadt. Gott sei Dank, endlich mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ne? Also das ist ja für mich jetzt irgendwo ein A und O geworden, dass ich euch auch ein bisschen die Stadt zeige. Eine Stadtbombe machen. Ist eigentlich auch was. So, wir haben jetzt jede Menge Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist auch wunderschön. Da haben wir hier was rein. Hier können wir nichts reinhauen. Oh, sorry. Okay. So, und hier steht es eben halt, dass eben halt Wellness bis ins bringt. Ist absolut Creme. Deswegen empfehle ich euch, Essen zu machen oder zu finden, wo man Wellness dazu bekommt. Weil das erhöht, wie schon gesagt, eure Ausdauer und euer Leben. Hat schon was Praktisches an sich. Zack und zack und zack und zack. So, jetzt werden wir uns doch ein bisschen Lehm besorgen. Beziehungsweise... Habe ich schon mitbekommen, dass das Dach hier ein bisschen zu flach ist? Nee, ist es nie. Stimmt. Wir müssen dann später den Boden noch ein bisschen ausheben. Dann ist es richtig. Dann passt es auch von der Höhe her. Stimmt, das hatte ich vergessen. Weil hier sieht man ja, hier kann ich stehen, hier kann ich minimal rumspringen. Und das kann ich hier wiederum auch gar nicht machen, beziehungsweise klitschen irgendwie durch die Wände. Ich muss dann später nochmal im Singleplayer gucken, wie hoch ich das gemacht habe. Ob ich das jetzt nur 1 hoch, 2 hoch oder 3 hoch gemacht habe und das Haus an sich 4 hoch. Aber werden wir schon hinkriegen. Warum halte ich mich jetzt mit dem Schwachsinn auf? Sorry. Wir müssen die Bude fertig kriegen. Deswegen lasse ich das Dach erstmal Dach sein. Und guck dann gleich nochmal nach, wie das eigentlich in der Singleplayer-Welt aussieht. Wie ich es da gebaut habe. Aber sagen wir eben halt erstmal einen kleinen Unterschlupf von Anfang. Und können dann rein theoretisch mal die Stadt besuchen gehen, wenn wir wenigstens das fertig, also das hier fertig gemacht haben. Wäre schon interessant, wäre schon cool, wenn wir es diese Folge noch hinkriegen. Na gut, diese Folge nicht, aber nächste Folge kriegen wir es hin. Von daher passt. So, hier nochmal drauf ein bisschen. Ich glaube, das ist aber die Höhe. Muss ich dann gleich mal gucken. So, ich stelle immer noch her. Ich habe wieder kaum noch was an Materialien da. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nochmal offline kurz spiele, um wirklich jede Menge Materialien ranzuschaffen. Oder ob ihr dabei sein wollt. Das weiß ich nicht. Aber kriegen wir schon hin. So habe ich eben jetzt einen Überblick, wie viele Steine wir noch haben. Aber wenn ich so auf meinen Timer gucke, muss ich sagen, es war's. Leider Gottes schon wieder für die Folge. Einmal gestorben, ist in Ordnung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Wenn es euch gefällt, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüssen.